Ho ho ho, hallo, ich bin Christoph von TabTech.de und das ist ein Video oder ein Special Video zur Weihnachtszeit in Verbindung mit Tablets natürlich. Bei dem einen oder anderen wird hier ein Tablet unterm Weihnachtsbaum liegen, allerdings die Frage, was für eines, also was für ein Tablet sollte man jemandem schenken, beziehungsweise was für ein Tablet sollte man sich selbst schenken, das macht ja schließlich auch sehr viel Spaß, aber es gibt ja schon relativ viel Auswahl, sage ich mal, neben dem iPad 2, das mit iOS, da gibt es sehr viele Android-Geräte mit dem Android Honeycomb-Betriebssystem. Da fangen wir preislich so bei relativ guten Geräten an mit 250 auf Euro aufwärts bis 500, 600 Euro, je nachdem, was für ein Gerät man kauft. Weiteres gibt es dann noch Windows 7-Geräte, die sind dann aber nicht ganz so beliebt, da sie nicht so hohe Akkulaufzeiten bieten und auch nicht ganz so kompakt sind. Das Ganze wird sich dann nächstes Jahr ändern mit Windows 8, aber heuer jetzt mal erst Android Honeycomb im Fokus, beziehungsweise das Apple iPad 2 mit iOS. Jetzt haben wir von jedem Hersteller oder von jedem größeren Hersteller ein Android-Gerät im Angebot. Da wird natürlich die Auswahl schon relativ groß. Wir haben dazu eine Umfrage auf unserer Seite gemacht und die Leser haben da die meisten Tablets zur Auswahl gehabt und hier haben wir dann die ganzen Tablets zusammengefasst und natürlich dem am Markt geschaut, was wird hier jetzt viel gekauft, was hier ist beliebt und so weiter. Das haben wir dann zusammengefasst in einem Artikel und als Tablet-Ratgeber bzw. als Tipp, was man zu Weihnachten kaufen kann. Den ganzen Artikel findet ihr auf TabTech.de, hier unten einfach in dem Link. Beziehungsweise ihr könnt auf TabTech.de gehen, hier sieht man auf der Seite ein kleines Geschenkpaket, da einfach raufklicken und ihr seht die ganzen Geräte und noch eine kurze Beschreibung. So, das Ganze, wenn man sich jetzt ein Tablet aussucht, ist natürlich eine Preisfrage. Wie schon gesagt, ab ca. 250 Euro bekommt man eigentlich schon ein relativ gutes Tablet. Das wäre jetzt in diesem Fall das Achos 80G9. Das ist ein 8 Zoll Tablet mit Android Honeycomb Betriebssystem, natürlich auch Zugang zum Android Market, das heißt man kann sich hier sehr viele Apps herunterladen. Das Gerät hat schon einen Dual-Core Prozessor, es bietet auch einige Anschlüsse wie USB, MicroSD-Slot und so weiter. Der Grund, warum das jetzt etwas günstiger ist, ist einfach die Verarbeitung. Wir haben hier kein Aluminiumgehäuse oder sonstiges. Es hat auch 8 GB internen Speicher und was etwas schade ist, es hat nur 512 MB RAM. Man kann trotzdem damit arbeiten, Internet surfen. Also hier wird man wahrscheinlich nicht so noch den krassen Unterschied merken, erst wenn man viele Programme auf einmal offen hat, beziehungsweise dann beim Wechseln, dann dauert es vielleicht eine Sekunde länger. Und natürlich bei der Verarbeitung, wir haben hier kein Aluminiumgehäuse, sondern wie gesagt Plastik. Trotzdem für den Preis 250 Euro, wenn man das jetzt hin und wieder gebraucht, kann man das verkraften und ist auch ganz ein nettes Gerät. Als nächstes in der 7 Zoll Klasse ein ganz spezielles Gerät, das jetzt gerade erst erschienen ist, das Huawei MediaPad. Das hat 7 Zoll. Einen 1,2 GHz Dual-Core Prozessor, einen Gigabyte Arbeitsspeicher, Anschlüsse wie Micro-HDMI, Micro-USB und natürlich einen Slot für eine Micro-SD-Karte. Das Ganze kommt in einem ca. 10 mm dünnen Aluminiumgehäuse, also eine sehr gute Verarbeitung. Und das Highlight des Geräts ist aber eigentlich das Display. 7 Zoll, aber eine Auflösung von 1280x800. Und das ist die Auflösung, die eigentlich die ganzen 10 Zoll Tablets haben. Also wirklich ein scharfes Display. Das Ganze mit der IPS-Technologie. Das heißt, wir haben hohe Betrachtungswinkel und auch satte Farben. Das Ganze kommt für ca. 389 Euro mit UMTS. Eine Wireless-LAN, also Wi-Fi-Only-Variante, sollte dann später folgen. Ich denke aber nicht, dass sich das jetzt noch zu Weihnachten ausgehen wird. Die 10 Zoll Klasse, sagen wir, das ist vielleicht der Standard oder das, was die meisten Leute sich kaufen möchten. Hier gibt es auch wieder das Achos 101G9, kein Unterschied eigentlich zum Achos 80G9, außer die Displaygröße. Da haben meine Leser das Samsung Galaxy Tab 10.1 zum Sieger gekürt. Also das ist das beliebteste Gerät hier.
kostet ca. 510 Euro mit UMTS 16 GB internen Speicher. Das Besondere an dem Gerät, es ist sehr dünn gebaut, es hat ein 8,6 mm dünnes Gehäuse, es ist sehr leicht und also mit 560 Gramm und hat auch ein sehr gutes Display. Und auch besonders gut ist die Akkulaufzeit bei dem Gerät. Mehr erfährt ihr auf meiner Seite, hier habe ich natürlich einen ausführlichen Testbericht. Neben dem Samsung Galaxy Tab 10.1 gibt es das Asus EEPad Transformer. Das ist ein Gerät, hat eine ähnliche Ausstattung, ist nicht ganz so flach bzw. auch etwas dicker und generell etwas größer, liegt aber daran, dass das Gerät jetzt mit einem optionalen Dock erhältlich ist, beziehungsweise es gibt es auch aus Bundle für 499 Euro. Da kann man das Tablet einfach zum Netbook umtransformieren. Das Ganze mit Android Honeycomb Betriebssystem und ein wirklich tolles Gerät. Vor allem, es ist auch schon bestätigt worden, dass hier ein Update auf Android Ice Cream kommt und das, was die User eigentlich am meisten wahrscheinlich gefällt an Asus selbst, ist der gute Support. Also hier liefert Asus regelmäßig neue Updates, auch mit neuen Features oder neuen Apps, die dann vorinstalliert sind. Dann gibt es noch andere besondere Geräte wie das Sony Tablet S. Das ist ein besonderes Gerät mit einem 9,4 Zoll Display, das heißt etwas kleiner, kompakter. Das hat auch eine ganz spezielle Form. Das gibt es dann mit der PlayStation Suite, das heißt man kann alte PlayStation Spiele auf dem Tablet spielen. Und es hat auch eine integrierte Infrarot-Fernbedienung. Dazu mehr auch auf meiner Seite. Das war es jetzt auch, sagen wir so, hauptsächlich mit den 10 Zoll Geräten. Mehr findet ihr dann im Artikel. Dann als Specials. Das sind ja nicht alle Tablets, beziehungsweise man kann natürlich auch mehr Geld ausgeben, wenn man möchte. Und zwar sollte jetzt noch pünktlich vor Weihnachten das Asus EEPad Transformer Prime erscheinen. Das ist der Nachfolger des Asus EEPad Transformer, das wir ja gerade besprochen haben. Das hat dann einen Quad-Core-Prozessor, ist auch nur 8,3 mm dünn, auch etwas leichter und kompakter. Es hat ein super IPS-Display. Das Ganze kostet dann aber schon 599 Euro mit dem Dock und 32 GB Speicher. Aber ein sehr tolles Gerät, wir konnten es leider noch nicht anschauen, sollte aber auch bald der Testbericht folgen. Für jemanden, der etwas mehr ausgeben möchte bzw. volle Performance haben möchte, ist dann hier das optimale Tablet, da es einfach schon das erste Tablet mit Quad-Core-Prozessor ist bzw. in Verbindung mit Android-Betriebssystem. Dann als noch eigenes Gerät, das ist jetzt nicht wirklich nur ein Tablet, sondern eigentlich auch ein Smartphone, so ein Zwischending. Das ist das Samsung Galaxy Note. Ja, es ist ein wirklich interessantes Gerät, dieses Hybrid. Es hat ein 5,3 Zoll Touchscreen mit einer HD-Auflösung, das heißt 1280x800 auf diesem kleinen Gerät, also wirklich beeindruckend. Es hat auch einen 2x1,4 GHz Prozessor und Android 2.3 als Betriebssystem. Das ganze Gerät kostet dann ca. 520 Euro. Also wer sich jetzt nicht entscheiden kann zwischen neuen Smartphone und neuen Tablet, könnte sich das mal anschauen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät, was auch der Testbericht zeigt von uns. Na gut, das war's jetzt mit dem Video. Mehr Geräte bzw. mehr von den Geräten selbst, den Testberichten, findet ihr auf www.tabtech.de. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Frohe Weihnachten!